Ist mein Glas halb leer oder halb voll? Ich habe einen Teenager zu Hause und das merkt man daran, dass Türen aufgerissen werden und körperplumpes Gehen und Handeln hörbar sind. Da kriege ich manchmal kurzzeitig mal schwer Luft, wenn ich mich erschrecke, aber dann muss ich lächeln. Ich habe einen Teenager in meiner Gegenwart. Und diese Erkenntnis lässt mich versinken in großer Dankbarkeit, in Liebe. In einer Geschichte in Anlehnung an die Heinrich-Böll-Geschichte über die Senkung der Arbeitsmoral geschieht Folgendes. Als ein Manager einem Fischer erklärt, wie er seinen Arbeitsplatz vergrößern kann und Geld vermehren, wird dem Fischer schnell klar, dass er unter dem Strich jetzt mehr hat von dem, was ihm wichtig ist, als wenn er auf die Ideen des Managers eingeht. Aber was ist das Geheimnis? Beispiel. Als ich mit 16 Jahren die erste Gitarre in den Händen hielt, zeigte mir mein Gitarrenlehrer 5 Griffe und ab da ging ich nicht mehr hin. Ich verwendete die 5 Griffe, um meiner Seele Ausdruck zu verleihen und schrieb Seelenlieder. Ich hatte mein Ding gefunden, was zu mir gehörte. Etwas, das mir eine neue Sprache gab, die ich genau brauchte, um mich mitzuteilen, um meine Identität zu erforschen. Und dann entdeckte ich mit jedem neuen Wort, also eben mit jedem neuen Griff und neuer Spielmöglichkeit für Melodienkompositionen, ich konnte mich besser ausdrücken. Also klaute ich mit den Augen überall dort, wo jemand eine Gitarre benutzt, die nächsten Griffe und trainierte sozusagen. Aber nicht das Training war der Mittelpunkt. Auch nicht das Können, Wollen, Müssen, sondern der Klang, mit dem ich immer wieder Neues ausdrücken konnte. Vielleicht ist dies das Geheimnis. Wenn ich nicht weiß, wer ich selber für mich bin, dann habe ich nicht nur mit mir falschen Umgang, sondern auch mit den Wahrnehmungen um mich herum. Ich war heute auf einer Garagen-Adventsfeier und hatte dort ein Gespräch, welcher Wert denn angebracht ist in Bezug auf, was ich für mich selber will. Und man war erstaunt darüber, dass ich selbst der Maßstab dafür bin, so sagte ich es, für das, was ich selber möchte. Hätte ich jetzt nicht so ein Augenmerk auf meine eigene Wahrnehmung, würde ich, wie ich bei vielen anderen sehe, ständig mein Verhalten und meine Wünsche meinem Umfeld anpassen und auch vielleicht andere Werte unreflektiert übernehmen. Die Werte, die müssen ja nicht schlecht sein, aber die passen nicht zu meiner Identität. Ich muss für mich wissen, was ich sehe, was ich fühle, und damit habe ich einen Platz für meine Seele, wo sie sich ausruhen kann und sich klar darüber wird, wer sie wirklich ist. Eine Liedzeile in dem Lied im Hintergrund heißt, du bist voller Liebe. Das bedeutet, dass du weißt, dass du voller Reichtum bist. Identität. Zu sonderbar, zu merkwürdig.